Brüdern befreundet war, was geht hier mit meinen Haaren ab? Wo dieser Moment, wenn man in der Kamera anfängt, in seinen Haaren rumzuspielen. Entschuldigung, ich bin ein Mädchen, ich muss immer meinen Haaren rumfummeln. Hallo ihr Lieben, heute soll es endlich mal noch meinen Lesemonat für den März geben und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Auch der März war, was das Lesen betrifft, wieder ein wirklich guter Monat für mich. Ich habe insgesamt 13 Bücher gelesen im März, was ich wirklich wahnsinnig viel finde. Deswegen würde ich sagen, fackeln wir nicht lange rum und fangen wir gleich an. Ich glaube nicht, dass ich dieses Mal die Reihenfolge, wie ich die gelesen habe, noch hinkriege, weil ich habe die mir nicht so genau aufgeschrieben. Ich habe das irgendwie durcheinander aufgeschrieben, ist ja auch egal. Das erste Buch, was ich gelesen habe, war dieses hier. Wie die Luft zum Atmen von Brittany C. Cherry. In diesem Buch geht es um Tristan und Liz. Und Tristan und Liz haben in ihrer Vergangenheit beide ganz, ganz schlimme Dinge erlebt. Sie haben quasi ihren Lebensinhalt verloren, wobei es hier Tristan noch schlimmer erwischt hat als Liz, meiner Meinung nach. Und ja, die beiden treffen dann aufeinander und versuchen sich gegenseitig irgendwie ein bisschen Halt zu geben und sich gegenseitig irgendwie zu stützen und wieder zurück ins Leben zu bringen. Und dann stellt sich natürlich am Ende auch die Frage, ob es den beiden gelingt, zurück ins Leben zu finden und ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen und sich selbst eine zweite Chance für das Leben einzuräumen. Und ich muss sagen, dass mir dieses Buch ultra gut gefallen hat. Ich fand die Story richtig gut, das Ende hat es echt nochmal in sich. Also da passieren nochmal so viele Dinge am Ende, mit denen man einfach nicht gerechnet hat. Und das war einfach nur der Wahnsinn, das war einfach mega. Und ja, also von der Story her war es richtig gut, von den Charakteren hat es mir gut gefallen. Ich fand die Entwicklung, die gerade Tristan hier in diesem Buch gemacht hat, wahnsinnig toll. Ich fand Liz als Protagonistin richtig gut, ich fand die Nebencharaktere richtig gut. Ich fand den Schreibstil wahnsinnig toll. Brittany C. Cherry hat hier so gefühlvoll geschrieben und so teilweise auch witzig und traurig, melancholisch, romantisch. Also das war wirklich ein rundum perfekter Liebesroman, meiner Meinung nach. Und ich kann euch das Buch wirklich nur empfehlen. Und ich freue mich wahnsinnig doll auf den zweiten Teil, der jetzt mit dem ersten nichts zu tun hat. Aber das ist halt eine Reihe, die sind, glaube ich, 4 Bände insgesamt. Und ja, freue mich auf jeden Fall schon drauf. Ansonsten kann ich euch wie die Luft zum Atmen wirklich nur empfehlen. Es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Dann habe ich im März gelesen diese beiden Bücher hier, Daughter of Darkness, Scarlet und Lara. Das ist der erste und der dritte Teil der Daughter of Darkness Reihe. Die Reihe ist mit dem dritten Band auch abgeschlossen. Und in diesen Büchern geht es um die Daughters of Darkness. Die Daughters of Darkness sind quasi eine Gruppe von Auftragskillerinnen, die halt nicht ganz legal agieren, aber halt einem festen Grundsatz folgen, und zwar, wir töten keine Unschuldigen. Und in jedem Buch geht es halt um eine andere Daughter of Darkness, wie gesagt hier um Scarlet und hier um Lara. Und jede Protagonistin erzählt dann so ihre Geschichte und es ist wahnsinnig spannend geschrieben und was die Mädels alles so erleben, ist auch wahnsinnig toll. Wenn ihr genaueres dazu wissen wollt, dann schaut in meiner Reihenvorstellung vorbei. Ich verlinke sie euch oben und unten, wenn ich es nicht wieder vergesse. Also falls ja, klickt euch einfach durch. Ihr werdet sie finden, sie ist noch nicht so lange her. Und ja, ich finde die Reihe wahnsinnig gut. Sie hat einen ganz, ganz tollen Ansatz. Die Mädels hier in diesen Büchern sind einfach alle so badass. Das ist so toll und die schenken sich nichts mit den Kerlen. Und ja, es sind auch erotische Anteile in diesen Geschichten mit drin. Auch das finde ich ganz, ganz toll und ich liebe den Schreibstil von Bianca Iosiboni. Ihr wisst, ich mag den total. Sie schreibt ganz, ganz toll und hier ist der Schreibstil halt nicht so romantisch und liebevoll wie sonst, sondern hier ist er schon so ein bisschen aggressiver. Er ist halt sehr direkt auch, ne, dieser Schreibstil. Und ja, das finde ich wahnsinnig toll, weil das passt unglaublich gut zu den Charakteren und auch unglaublich gut zu den Stories. Und ja, ich mag die Daughters of Darkness definitiv und kann euch diese Reihe wirklich empfehlen. Ich empfehle euch aber auch, wenigstens den ersten Teil von den Hunters vorher zu lesen. Denn die Daughters of Darkness ist ein Spin-off zur Hunters-Reihe von Bianca Iosiboni. Und ich habe den ersten Hunters-Teil gelesen, bevor ich die hier gelesen habe und auch damals den zweiten Teil. Und das hat mir wahnsinnig gut geholfen, denn die Hunters kommen auch in dieser Reihe wieder mit drin vor. Und es sind ganz schön viele Namen und Charaktere, die hier dann drin vorkommen, die man einfach nicht kennt, wenn man halt die Hunters-Reihe nicht gelesen hat. Deswegen empfehle ich immer hier, den ersten Teil der Hunters wenigstens zu lesen, dass man die ganzen Namen schon alle einmal gehört hat. Aber ansonsten ganz, ganz tolles Spin-off. Dann habe ich im März auch wieder einige New Adult Liebesromane mit Erotik gelesen. Und zwar zum einen Forever in Love 3, meine Nummer 1 von Cora Carmack. In diesem Buch geht es um Matteo und Antonella oder halt auch Nell, wie sie in dem Buch genannt wird. Und Nell ist so die Streberin vom Campus. Sie studiert keine 4 Jahre, wie es üblich ist, sondern nur 2,5. Und hat halt nichts anderes gemacht, außer zu studieren und zu lernen. Und steht jetzt kurz zu ihrem Abschluss und fragt sich, habe ich eigentlich während der College-Zeit irgendwas
was erlebt, was mich so fürs Leben prägt, was ich mit in mein Leben nehmen kann, woran ich mich erinnern kann. Und sie stellt dann halt leider fest, dass es nicht der Fall ist. Und als sie auf Matteo trifft, macht sie eine Liste. Und Matteo hilft ihr, diese Liste abzuarbeiten. Und was es alles für Dinge sind, die auf dieser Liste stehen und was alles noch mit den beiden passiert, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Und ich mochte die Charaktere wieder total. Ich liebe die Forever in Love-Reihe von Cora Carmack. Ich kann sie euch als eine Adult-Reihe wirklich nur empfehlen und ans Herz legen. Cora Carmack schreibt auch ganz, ganz toll. Und man merkt, dass sie seit der Losing It-Reihe, ich weiß nicht, wie da die Reihenbezeichnung ist, auf jeden Fall auch, was das Schreiben betrifft, nochmal einen riesigen Sprung gemacht hat. Und ja, ich finde die Frau einfach wahnsinnig toll. Sie ist mit Jennifer Armentrout befreundet, also ne, das sagt eigentlich schon alles. Die Frau kann schreiben. Und ja, auch wie gesagt, dieser dritte Teil hat mir wieder wahnsinnig gut gefallen. Und ich freue mich jetzt auf den vierten, wenn der im November erscheint. Und ja, I love it. Ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Dann habe ich noch gelesen von Carly Phillips, Dare to Love, einmal und immer wieder. Das ist der achte und vorletzte Teil der Dare to Love-Reihe. Der letzte kommt im Juni, glaube ich, raus. Und da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf. Und ja, im achten Teil ging es um Lucy Dare und Max Savage. Und Lucy und Max kennen sich quasi schon ihr ganzes Leben. Die beiden sind zusammen aufgewachsen. Und es war auch schon immer irgendwie etwas da bei den beiden. Max hat sich aber nie getraut, da mehr draus werden zu lassen, weil er halt mit den Brüdern von Lucy befreundet war und hatte halt Angst, die Freundschaft da zu zerstören und hat sich halt einfach nicht getraut. Er ist jetzt in seinem Leben an einem Punkt, wo er dem Ganzen nachgeben möchte, wo er eine Chance bei Lucy haben möchte. Und die Frage stellt sich hier, ob er zu spät kommt, denn Lucy hat einen Freund. Der Freund passt zwar der ganzen Familie nicht und Max fragt sich, was Lucy überhaupt von ihm will und versucht sie dann halt quasi zu erobern. Und ob es ihm gelingt oder nicht, das ist es, worum es halt im achten Dare to Love Teil geht. Und ich muss sagen, das war wieder ein etwas schwächerer Teil der Reihe für mich, aber ich mochte die Charaktere wieder. Ich fand den Schreibstil wieder ganz angenehm von Carly Phillips und ja. Ich mag die Reihe einfach und ich kann sie euch wirklich nur empfehlen, so für zwischendurch, wer erotische Bücher gerne liest, sollte sich die Dare to Love-Reihe auf jeden Fall mal mit angucken. Falls ihr euch wundert, warum ich hier so durchrase, ich habe ja quasi zu jedem Buch irgendwie schon mal ein Video gemacht und damit der Lesemonat nicht wieder so ultra lang wird, rase ich jetzt hier einfach mal so durch. Außerdem schwindet mein Licht. Ich muss mich beeilen. Ja, dann habe ich noch gelesen diesen Monat von Samantha Young, Every Little Thing. Das ist der zweite Teil der Hartwell Love Stories. Und in diesem Buch geht es um Bailey und Vaughn. Und Bailey und Vaughn verbindet eine jahrelange Feindschaft. Die beiden sehen sich und es fliegen die Fetzen. Und trotzdem spüren beide diese knisternde erotische Spannung auch immer wieder, wenn sie sich begegnen. Und das ist echt ein Problem. Bailey hat seit 10 Jahren einen Freund und ist eigentlich auch glücklich in ihrer Beziehung. Und fängt dann aber auch irgendwie an zu zweifeln und fragt sich, warum ist sie noch nicht verheiratet, warum hat sie noch keine Kinder. Sie ist jetzt auch schon in einem gewissen Alter und ja, dann passiert natürlich etwas in dieser Geschichte. Und Vaughn stellt sich als Baileys Fels in der Brandung heraus und hilft ihr aus dieser Situation und hilft ihr, mit dieser Situation umzugehen. Und ja, ob Bailey und Vaughn es am Ende schaffen, ihre jahrelange Feindschaft niederzulegen und Freunde zu werden, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Ich muss sagen, dass mir das Buch auch wieder gut gefallen hat, aber es hat mir nicht so gut gefallen wie der erste Teil und ich glaube, das wird auch einer der schwächeren Teile der Reihe für mich werden, weil zum Ende hin ich einfach mehr erwartet habe. Also ich habe mehr Dramatik erwartet, weil es ist ja schon ein Hin und Her zwischen den beiden Charakteren und wenn man am Ende erfährt, was der Grund bei Vaughn dafür ist, warum er so ist, wie er ist und warum er manche Sachen nicht kann, habe ich mir so gedacht, so, das ist jetzt der Grund. Deswegen macht er jetzt so einen Aufstand. Das konnte ich so nicht wirklich nachvollziehen, weil es in meinen Augen nicht so schlimm und dramatisch, also dass man dann gleich seine Lebenseinstellung danach so ändern muss. Also konnte ich halt leider nicht so ganz nachvollziehen und was auch hier mit Bailey in diesem Buch gelaufen ist und ihm konnte ich auch teilweise echt nicht verstehen. Da konnte ich ihn nicht verstehen, da konnte ich Bailey nicht verstehen und ja, deswegen ist das hier auch ein eher schwächerer Teil der Reihe von mir, für mich. Aber wie gesagt, Charaktere fand ich gut. Setting war wieder der Oberhammer, Hartwell, ich möchte da unbedingt mal hin und Urlaub machen. Und ja, ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf den dritten Teil, wenn der dann irgendwann mal erscheint. Ich weiß noch nicht, um wen es dann geht. Und ja, ich freue mich aber auf jeden Fall, die Reihe dann weiterzulesen. So, ich bin gleich wieder da. Ich muss einmal den Akku wechseln. Moment. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Jetzt bin ich auch etwas heller. Ich habe gleich mal das Licht noch eingeschaltet, nachdem ich den Akku jetzt gewechselt habe. Es wurde jetzt hier wirklich etwas sehr dunkel.
So, machen wir weiter mit dem nächsten Buch, was ich im März gelesen habe. Und zwar Rock Kiss 4 von Nalini Singh. Das ist der vierte und letzte Teil der Rock Kiss Reihe. Und in diesem Buch geht es um Abe und Sarah. Und Abe und Sarah waren einmal verheiratet, haben sich dann getrennt. Und Sarah ist jetzt am Ende vom dritten Teil wieder auf Abe getroffen quasi. Und er kann sie einfach nicht vergessen und fragt sich, ob das alles so richtig war, was in der Vergangenheit zwischen den beiden passiert ist. Und möchte mit ihr gerne über die Vergangenheit sprechen und dort einiges klären. Und er macht sich halt auch Sorgen um sie, denn es sind hier bestimmte Umstände, und unter denen die beiden sich wieder treffen. Und ob die beiden am Ende eine zweite Chance bekommen und ob sie es schaffen, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen, die auch wirklich echt krass ist. Das ist, worum es in Rock Kiss geht. Ich muss sagen, ich habe dieses Buch angefangen zu lesen und habe gedacht, boah, ist der Typ ein Arschloch. Ist der Typ ein richtiges Arschloch. Ich mochte diesen Typen einfach nicht mehr. Ich habe gedacht, okay, der Typ ist abgehakt. Abe, du bist scheiße. Abe, du bist blöd. Was machst du nur mit Sarah? Und ich hatte am Anfang so ein Mitleid mit der, was die alles durchgestanden hat. Und wenn man dann im Laufe der Geschichte hört, was dann noch alles mit ihr passiert ist, was die noch alles durchstehen musste, boah, die hat mir so leid getan. Und dass sie dann trotzdem eine Person ist, die nicht aufgibt, die sich zurück quasi kämpft und ihr Leben in den Griff bekommt, fand ich einfach wahnsinnig toll zu lesen. Und Nalini Singh hat ja wieder ganze Arbeit geleistet. Ich fand den vierten Teil einfach wieder grandios. Es war für mich ein ganz, ganz toller Abschluss der Reihe. Und wenn man mich jetzt fragen würde, wie die Reihe von der Platzierung her für mich wäre, stände für mich definitiv der zweite an erster Stelle, der vierte an zweiter Stelle, der dritte an dritter Stelle und der erste an letzter Stelle. Aber der vierte hat mir halt auch wirklich wieder wahnsinnig gut gefallen. Wie gesagt, ich mochte Sarah, ich mochte auch Abe dann in der Geschichte irgendwann wieder total gern. Und das Ende ist ein bisschen kitschig und schmalzig und auch total überzogen meiner Meinung nach. Aber es war einfach wunderschön zu lesen, wie das Ganze am Ende ausging und was halt alles auch noch passiert ist. Und ja, ich mochte den letzten Teil der Rock Kiss Reihe total. Ganz, ganz tolles Ende für diese Reihe und ich mag es total. Und ja, ich empfehle euch die Rock Kiss Reihe. Sie ist ganz, ganz toll. Als nächstes komme ich mal zu den E-Books, bevor ich die vergesse. Und zwar habe ich im März noch eine Reihe beendet, und zwar die Schattentraum-Reihe von Mona Kasten. Ich habe den dritten und letzten Teil von Schattentraum gelesen. Der heißt Durch das Licht. Glanz. Irgendwas mit Lichtglanz. Ich weiß es nicht mehr. Ich muss sagen, dass mir der dritte Teil der Reihe auch wieder ganz gut gefallen hat. Die Bücher sind total klischeebehaftet, total kitschig, total Baukastensystem. Aber ich fand die Reihe im Großen und Ganzen echt gut. Sie hat mir gut gefallen. Ich mochte Mona ihren Schreibstil, und der dritte Teil, das Ende war wirklich sehr unerwartet, sag ich mal, wie das Ganze am Ende ausgegangen ist. Fand ich aber gut, hat mir gut gefallen, hat sie schön gemacht vom Ende her. Ich habe jetzt keine Reihenvorstellung zu dieser Reihe gemacht, weil einfach es zu lange her ist, dass ich den ersten und zweiten Teil gelesen habe. Ich habe den ersten, glaube ich, Ende 2015 gelesen. Oder 14? Wann ist denn der rausgekommen? 2014? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich den gelesen damals, wo der rausgekommen ist. Das war Ende irgendwann. Und den zweiten habe ich dann auch gleich danach gelesen. Und jetzt habe ich einfach so viel Zeit dazwischen verstreichen lassen. Deswegen, ich kann mich da nicht mehr so genau dran erinnern. Deswegen habe ich jetzt keine Reihenvorstellung dazu gemacht. Und der Hund hat sich positioniert. Ja, aber wie gesagt, der dritte Teil von Schattentraum hat mir ganz gut gefallen. Ich mochte, wie gesagt, wie das am Ende ausgegangen ist. Ich fand die Entwicklung, die Emma in diesem Buch gemacht hat, auch wieder ganz toll. Und ja, bin mit dem Abschluss der Reihe echt zufrieden. Hat Mona gut hingekriegt, hat so schön gemacht. Fand ich gut. Dann habe ich noch gelesen als E-Book im März Vier Brüder Aiden von Rose Bloom. Dieses Buch ist im März von ihr erschienen und ich hatte ja, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das Buch heißt. Stolen Love. Boah, ich mein Gedächtnis. Ich hatte ja Stolen Love gelesen von ihr und das war ja nicht so mein Fall. Und jetzt habe ich Aiden gelesen und dieses Buch hat mir definitiv wieder besser gefallen. Es hat auch hier und da noch so seine Schwächen, was bestimmte Handlungsweisen der Charaktere betrifft. Aiden hat mir definitiv wieder besser gefallen und ich mochte die Geschichte, die erzählt wurde. Rose schreibt ja das auf ihre ganz eigene Art und Weise und auch das fand ich wieder sehr, sehr gut. Es geht hier um Aiden, wie der Titel des Buches halt schon sagt, und Aiden hat drei Brüder. Und es ist, bei diesen Büchern ist es so, dass jeder Teil dieser Reihe von einer anderen Autorin geschrieben wurde und in jedem Buch geht es halt um einen anderen dieser vier Brüder und Aiden wurde jetzt halt von Rose geschrieben. Und ich finde, das hat sie ganz, ganz toll gemacht. Ich mochte den
Teil auf jeden Fall, ich mochte Aiden auf jeden Fall total gern. Und zwar ist es so, in diesem Buch geht es halt wie gesagt um Aiden und Aiden besitzt einen Nachtclub und er hat Geld und er sieht gut aus, er kann jede Nacht eine andere Frau haben. Und aufgrund dessen, was er und seine Brüder sich geschworen haben, kann er keine Beziehung eingehen, bis Liz in sein Leben tritt. Und Liz hat ihre Geheimnisse und tut am Anfang nicht ganz freiwillig sich mit Aiden abgeben. Und dann entwickelt sich halt sehr, sehr schnell mehr zwischen den beiden. Und ob Liz es irgendwie schaffen kann, sein Vertrauen nicht zu missbrauchen und ihn dadurch nicht zu verlieren, das ist es, worum es in Aiden im Endeffekt geht. Ich fand die Geschichte echt cool. Ich mochte das Ende. Ich fand diesen kriminellen Ansatz, der in diesem Buch noch mit drin war, wirklich ganz, ganz toll. Und ja, dieses Buch hat mir definitiv wieder besser gefallen als Stolen Love. Und ich kann euch Aiden wirklich nur empfehlen. Ich habe die anderen Brüder jetzt noch nicht gelesen. Also habe ich jetzt noch nicht weiter reingeschaut und ja, vielleicht mache ich das mal noch irgendwann mit. Aber so viel dazu. Ansonsten, wie gesagt, kann ich euch Aiden nur empfehlen. Ist eine schöne, niedliche Geschichte für zwischendurch. Ist auch wieder so Erotik mit drin. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Dann habe ich im März noch mitgelesen Oblivion, Lichtflüstern von Jennifer L. Armentrout. Und ach, dieses Buch war wieder so schön. Es war wieder so schön. Es war toll, nochmal in die Welt von Obsidian einzutauchen und das Ganze nochmal mitzuerleben und das Ganze halt auch nochmal aus Damons Sichtweise zu sehen. Und es waren hier so ein paar Dinge in dem Buch, wo ich dachte, ja, genauso hätte ich auch gedacht, dass Damon reagiert und dass er das so sieht. Und es war einfach toll, wie gesagt, Obsidian nochmal aus seiner Sicht zu sehen und zu lesen und nochmal in diese Welt einzutauchen. Es ist ja bei mir jetzt auch schon gute 2,5 Jahre her, dass ich den ersten Teil damals gelesen habe. Deswegen hat es für mich das Ganze nochmal so komplimentiert und ich mochte dieses Buch total. Ich kann jedem Jennifer L. Armentrout-Fan und jedem Fan der Obsidian-Reihe wirklich nur sagen, schaut euch Oblivion an. Ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall, das Buch nochmal mitzulesen. Wer jetzt so ein schwankendes Gefühl hatte bei der Reihe oder wer sagt, boah, ist die Scheiße, ne, der sollte definitiv die Finger von lassen, dem würde ich das Ganze nicht empfehlen, aber so hartgesottene Fans wie ich sollten sich das Buch auf jeden Fall schon mal mit anschauen. Das ist ganz, ganz toll und ich mag es total. Ich liebe Damon, ich finde Katie ganz toll und ich liebe die Geschichte um diese Wesen, um die es in diesem Buch geht. Ich möchte nicht noch irgendwen hier irgendwie mal spoilern, deswegen sage ich jetzt nichts weiter dazu. Es ist so toll und es reflektiert wie Schwein. Ja, so viel dazu. Dann habe ich noch gelesen, auch vom Carlsen Verlag, Als ich dich suchte von Lauren Oliver. Ich habe mich auf dieses Buch echt wahnsinnig doll gefreut. Ich finde das Cover einfach wunderschön und ich fand, das hat sich auch von der Story her so gut angehört. In diesem Buch geht es um Nick und Dara oder Dara, je nachdem, wie man es ausspricht. Und die beiden sind Schwestern und die beiden sind auch beste Freunde bis zu einem bestimmten Punkt in ihrem Leben, wo die beiden sich in absolut unterschiedliche Richtungen entwickeln und ihre einstige Freundschaft zerbricht. Es beginnt irgendwie mit dem Moment, als Dara mehr in ihrem besten Freund Parker sieht und die beiden eine Beziehung quasi anfangen. Nick kommt damit nicht so ganz zurecht, denn sie muss auf einmal ihren besten Freund und ihre Schwester teilen. Und dann passiert etwas an dem Geburtstag von Dara und dann gibt es dort noch einen Autounfall. Und dann ist es so, dass Dara an ihrem Geburtstag auch noch verschwindet. Und was da alles noch passiert und ob Nick ihre Schwester wiederfindet und was das mit Parker alles zu tun hat, das ist es, worum es in Als ich dich suchte ging. Und ich muss sagen, dass ich am Anfang schon mal hier total verwirrt war, denn dieses Buch beginnt nur mit Rückblenden. Also wir lesen immer den aktuellen Tag, wir lesen auch aus verschiedenen Sichtweisen und wir lesen halt immer den aktuellen Tag aus Nicks Sicht zum Beispiel oder dann halt aus Daras Sicht und springen dann aber halt immer wieder zu verschiedenen Zeitpunkten in der Geschichte zurück und das fand ich am Anfang wirklich sehr, sehr anstrengend. Weil ich konnte mich dadurch gar nicht so richtig auf die Story einlassen. Ich habe mir gedacht, was soll denn der Scheiß jetzt? Also springst du dorthin, dann springst du dorthin, dann springst du dorthin, dann dorthin, dann dorthin, dann dorthin. Und es war absolut unstrukturiert und ich habe mir gedacht, was soll der Scheiß? Was soll das? Ich bin dadurch absolut nicht in die Geschichte reingekommen. Und als man dann an einem bestimmten Punkt in der Geschichte ist, wo man dann weiß, worauf das Ganze so in etwa hinausläuft, ist man einfach nur noch total verwirrt. Weil in dem Moment, wo ich begriffen habe, was es jetzt hier am Ende ist, hat das für mich alles keinen Sinn mehr ergeben. Und es sind am Ende einfach so viele Fragen in diesem Buch offen geblieben, dass ich echt am Ende gedacht habe, ihr wollt mich doch jetzt verarschen, oder? Ich konnte das nicht wirklich verstehen, was hier in diesem Buch alles passiert ist. Also, die Storyline war nicht gut, die Erzählweise war absolut verwirrend für mich. Ansonsten, die Charaktere waren okay. Also, ich fand Nick als Protagonistin in diesem Buch echt gut. Ich konnte Dara immer nicht verstehen. Ich habe mir gedacht, was ist mit diesem Mädchen denn bitte nur los? Was läuft denn bei der bitte schief? Parker habe ich auch immer nicht so ganz verstanden.
Und auch die Eltern von ihr, das konnte ich am Anfang alles nicht nachvollziehen. Das hat sich dann am Ende ein bisschen geändert, wo man dann die ganzen Hintergründe kannte. Aber wie gesagt, von der Storyline fand ich es einfach nur noch total verwirrend und ja, fand ich einfach irgendwie nicht cool. Ich weiß nicht, ob ich es euch empfehlen würde zu lesen, weil wie gesagt, mich hat dieses Buch einfach nur mit tausenden von Fragen zurückgelassen und ich fand es einfach am Ende total merkwürdig, einfach mit diesen Zeitsprüngen und hin und her. Und es gibt aber auch Leute, die dieses Buch absolut gefeiert haben und das ganz, ganz toll fanden. Ich glaube, da muss man einfach selber für sich gucken, ob das einem gefällt oder nicht. Aber wie gesagt, mein Fall war es jetzt halt leider nicht. Aber das Cover ist wunderschön und sieht toll im Regal aus, also war es nicht ganz für umsonst. Aber ja, mein Fall war es halt einfach nicht. Dann habe ich im März noch gelesen This New World von Laura Newman. Das ist das aktuelle Buch von Laura und ich habe es mir auf der Buchmesse auch wieder signieren lassen von Laura. Juhu! Ich fand das Buch echt richtig toll. Ich fand den Anfang ein bisschen langweilig. Also ich bin da nicht so wirklich gut gleich in die Geschichte reingekommen. Ich fand halt am Anfang war das sehr viel Zwischenmenschliches, was da passiert ist. Und es war halt am Anfang auch so sehr viel Teenie-Drama, was da passiert ist. Was jetzt halt nicht ganz so meins war, aber wir machen dann hier in dieser Geschichte einen Zeitsprung und springen ein Stück in die Zukunft, also ein paar Monate später dann setzt die Geschichte wieder neu an und ab dem Moment war ich drin in der Geschichte und ab dem Moment hatte mich dieses Buch und ich fand dann am Ende hin, was zum Ende hin da alles passiert ist, fand ich richtig toll. Ich mochte die Entwicklung, die die Protagonistin Zoe in diesem Buch macht, echt wahnsinnig. Sie entwickelt sich wirklich von einer übelst eingebildeten, arroganten Ziege zu einem Mädchen mit Mitgefühl und Verständnis und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich bin echt gespannt, wie es im zweiten Teil weitergeht. Ansonsten kann ich hier nur sagen, dass es in diesem Buch hier um Zoe geht und Zoe lebt quasi den amerikanischen Traum eines Teenie-Mädchens. Sie hat den tollsten Sportler der Schule zum Freund. Sie hat eine beste Freundin von Kindheitstagen an, die auch nebenan wohnt. Und sie hat viele Freunde. Sie ist Cheerleaderin. Sie hat einen kleinen Nebenjob in einem Coffeeshop der Stadt. Sie hat ganz, ganz tolle Eltern und ihr Leben scheint echt nahezu perfekt. Bis halt zu diesem Tag, wo dann sich die ganze Welt verändert und die Menschen benehmen sich auf einmal sehr, sehr merkwürdig. Und Zoe versucht dann halt rauszufinden, was da los ist. Und durch diese Entwicklung, die die ganze Menschheit macht, ändert sich natürlich auch Zoe ihr Umfeld. Und Zoe merkt, dass die Leute, denen sie eigentlich bisher immer vertraut hat, doch wohl nicht ganz so sind, wie sie immer eingeschätzt hat. Und ja, wie gesagt, dann machen wir diesen Zeitsprung in der Geschichte und dann ändert sich alles. Und das hat mir wirklich wahnsinnig gut gefallen. Und ich muss sagen, dass es in diesem Buch wirklich so ein bisschen ist wie Apokalypse meets X-Men. Ich weiß nicht, wie ich es sonst anders beschreiben soll, dieses Buch. Und ich bin wahnsinnig auf den zweiten Teil gespannt. Und ich bin ja der Meinung, dass Josh hier noch einiges irgendwie auf dem Kasten hat, was man im ersten Teil jetzt nicht erfahren hat. Also ich hoffe es zumindest. Und ja, fand ich ganz, ganz toll. Wie gesagt, ich fand Josh ganz, ganz toll. Ich fand Zoes Entwicklung ganz toll in dem Buch. Und wenn ihr mehr zu dem Buch wissen wollt, schaut in meine Buchempfehlungen. Ich verlinke sie euch unten in der Infobox, wenn ich jetzt nicht wieder vergesse. Ich bin da so ein Trottel, ich vergesse sowas immer sehr gern. Und ja, ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen, wenn ihr Lust auf ein etwas anderes Jugendbuch habt mit einem etwas anderen Ansatz, als wie man bisher kennt, dann schaut euch Disney World auf jeden Fall an. Ich mag die Geschichte total, ich liebe Laura, ihren Schreibstil und ja, I like. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Und damit wären wir beim letzten Buch für dieses Video und zwar ist das dieses hier, Morgen lieb ich dich für immer von Jennifer L. Armentrout. Was soll ich sagen? Dieses Buch ist ein Jennifer L. Armentrout untypisches Buch, meiner Meinung nach. Denn Frau Armentrout besticht bei mir immer durch ihren Humor, durch ihren Sarkasmus, ihren kitschigen, übertriebenen Schreibstil und ihre kitschige, übertriebene Erzählweise und ihre sexy, schmexy Charaktere. Und in diesem Buch war das alles ganz, ganz anders. Ich erkläre euch erstmal ganz kurz, worum es in diesem Buch geht. In diesem Buch geht es um Mallory und Ryder und die beiden sind von klein auf quasi miteinander aufgewachsen. Dann ist etwas ganz, ganz Schlimmes passiert und die beiden haben sich 4 Jahre lang nicht gesehen. Nun treffen die beiden nach 4 Jahren wieder aufeinander und können ihr Glück quasi gar nicht fassen, denn durch die Vergangenheit, die die beiden haben, haben sie eine ganz besondere Beziehung zueinander aufgebaut und ja, sie freuen sich beide wahnsinnig doll, sich wiederzusehen und versuchen dann, ihre Freundschaft von damals wieder aufleben zu lassen, was sich als gar nicht so einfach entpuppt, denn Mallory empfindet sehr, sehr schnell mehr für Ryder als wie nur Freundschaft. Und sie hat keine Ahnung, wie sie damit umgehen soll. Es sind immer noch Mallorys Zwänge und Ängste von der Vergangenheit, die ihr da natürlich immer noch einen Strich mit durch die Rest
durch die Rechnung machen. Und ob die beiden am Ende zusammenkommen oder nicht und ob die beiden es schaffen, ihre Vergangenheit und ihre Traumata zu überwinden, das ist es, worum es in diesem Buch quasi geht. Ich muss sagen, dass hier der Fokus in diesem Buch wirklich auf der Charakterentwicklung liegt. Also zum einen natürlich von Mallory und zum anderen von Ryder. Und ich finde, das hat man in diesem Buch ganz, ganz toll umgesetzt und das hat Frau Armantrout echt toll dargestellt. Aber es ist halt deswegen quasi wie... Aber es ist halt deswegen ein eher untypisches Buch von ihr, weil sonst liegt der Fokus halt wirklich immer mehr auf was anderem. Und die Geschichte war auch nicht so frech erzählt und auch nicht so sexy erzählt, wie man es von ihr vielleicht kennt. Morgen liebe ich dich für immer ist ja auch ein Jugendbuch mit einem sehr ernsten Hintergrund. Denn es geht hier um Kindesmisshandlung und Tyrannei quasi. Und ich finde, das hat sie sehr, sehr gut umgesetzt. Und ich finde, dass man da ein bisschen ernster an das Thema rangeht, ist völlig in Ordnung. Ich finde, es wird hier in dem Buch alles sehr, sehr gut erklärt. Man kann die Traumata, die gerade Mallory hat, mit ihren Selbstwertgefühlen, mit ihren Selbstzweifeln und dass sie sich wertlos fühlt. Ich finde, das kann man so gut nachvollziehen. Und man kann auch nachvollziehen, dass sie immer wieder quasi einen Schritt rückwärts geht und da einfach nicht quasi aus ihrem Trott rauskommt, bis halt Ryder auftaucht. Und ich finde, das hat Frau Armantrout hier wirklich ganz, ganz toll umgesetzt. Und ich mochte das Buch total, auch wenn ich teilweise echt beim Lesen gedacht habe, boah, da passiert ja gerade gar nichts, ne? Also es ist wirklich bis zur Hälfte, muss man sich erstmal durchkämpfen, ehe dann wirklich von der Story her auch was passiert. Es ist halt am Anfang wirklich sehr viel, was ist passiert, wie ist es den beiden ergangen und was haben sie erlebt und... Und was halt hier auch ein großer Punkt ist in der Geschichte, man weiß von Anfang an, was bei den beiden passiert ist in der Vergangenheit, warum die beiden getrennt wurden und was da die ganzen Hintergründe sind. Und ich finde, das hat natürlich schon den großen Teil der Spannung rausgenommen aus dieser Geschichte. Im Normalfall fiebert man ja dann so zum Ende hin drauf hin mit und man möchte wissen, was ist da passiert, was ist da nur los gewesen. Und dadurch, dass das hier gleich am Anfang offenbart wird, nimmt das natürlich einen großen Teil der Spannung schon mit raus. Das fand ich ein bisschen schade, das hätte man, glaube ich, anders lösen können, aber ja, gut. Dadurch, wie gesagt, waren die erste Hälfte von diesem wahnsinnig dicken Buch ein bisschen eine Quälerei, aber danach ging's. Und im Großen und Ganzen mochte ich das Buch wirklich sehr, sehr gern und wie gesagt, es ist ein Jugendbuch mit einem ernsten Hintergrund und ich finde, Frau Armantrout hat das ganz, ganz toll umgesetzt. Und ja, mehr kann ich zu diesem Buch auch nicht sagen. Gott! Mir geht die Puste. Das war mein Lesemonat vom März. Wenn ihr eins von den Büchern gelesen habt, schreibt mir eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Und das Baby schläft auch schon im Hintergrund. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.